So, weitergelaufen mit irgendwelchen diversen Waffenlagern und dann nähern wir uns hoffentlich bald demnächst beim Ende. Weil eigentlich möchte ich jetzt mit Rissen... Nein. Abbruch. Wir machen das nicht. Wir machen das anders. Ich hätte einen explodierenden Kopf erwartet. What? Was habe ich gerade den Schlösserknacken-Zauberspruch gezaubert? Ich habe 156 Schlösserknacken? Wer weiß, was ich ganz... Schnaps des Todes? Ja, wow. Okay, in diese Höhle wollte ich aber eigentlich nicht. Ich wollte... Da ist auch noch eine Truhe. Wie soll ich denn hier rankommen? Aus der einfach nur in der Erde versenkt. Ach so. Oh. Die müssen wir einfach finden, ne? Na gut, dass ich den Blick der Schätze habe, um solche Kleinode einfach auftreiben zu können, nicht wahr? Wo muss ich jetzt hier lang? Ich muss einfach nur da durch. Durch diese Caldera. Glaube ich zumindest. Es fällt mir, die Landschaft ist gleich, dass die so ein bisschen zerflossen ist. Fällt es mir tatsächlich nicht ganz einfach, mich zu orientieren. Kurzen Prozess. Das ist ja halt immer noch so dumm Stagger, ne? Jetzt kommt hier vor allem jetzt die komische Feldspinne hier angestürmt. Ich bin ganz schlimm, mir ist aufgefallen, dass man in diesem Spiel eigentlich ganz schlecht wegrennen kann, ne? Hauptsache so eine grüne Pflanze wächst hier noch. Weil dadurch, dass die Gegner hier halt immer so hinterher chargen, ist es echt nicht einfach, irgendwie was gegen die Viecher zu machen. Wer ist der denn noch? Wenn hier aber ein Dämon hier rum mit einer Pampa? Ich habe mit dem reden, bevor er stirbt. Great. Endlich kommt hier jemand vorbei. Ich dachte schon, wir wurden vergessen. Los, lass uns gehen. Nur weg von hier. Ich bin gerade erst gekommen. Was meinst du damit? Bist du etwa nicht hier, um mich zurück ins Lager zu bringen? Nein, Kane hat mich geschickt. Ich soll die Lage überprüfen. Die Lage? Pff, das ist gut. Scheiße ist die Lage, das ist sie. Höhenhubeschwörung und rum. Oh, schön. Was genau ist dein Auftrag hier? Wir sollten die Brücke hier in der Gegend sichern. Das ist grandios schiefgegangen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieser Brücke. Diese Insel ist verflucht, sag ich dir. Das fällt dir aber früh auf. Kein Grund, mir blöd zu kommen. Ich sag ja nur. Versteckst du dich hier? Allerdings verstecke ich mich hier. Ein verdammter Schattenlord ist hier in der Nähe. Meine ganze Gruppe ist tot. Jetzt warte ich darauf, dass ich hier abgeholt werde. Jo, nice. Was genau ist mit deiner Gruppe passiert? Der Schattenlord, der hier in der Nähe ist, hat ihnen ihre Körper geklaut und ihre Geister versklavt. Eine uralte Voodoo-Technik. Ich habe mich selber mal an ihr versucht. Und? Hab's nicht hingekriegt. Naja, wie auch immer. Jetzt bewachen sie die Brücke, wie es unser ursprünglicher Auftrag war. Aber sie erkennen mich nicht mehr wieder. Sie scheinen komplett unter dem Einfluss des Schattenlords zu stehen. Ich würde ja versuchen, den Schattenlord zu töten, wenn ich nicht so eine Angst hätte, mich hier wegzubewegen. Ah ja, das heißt, ich kann die Leute retten, das wäre gut. Ich werde mich um den Schattenlord kümmern. Was? Bist du irre? Das ist ein reines Selbstmordkommando. Wir werden sehen. Bitte, du kannst es gerne versuchen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du es wirklich schaffen solltest, den Schattenlord zu besiegen, dann sollten die Geister mit ihm verschwinden. Das macht es dir vielleicht einfacher. Ach so, es sind wirklich nur noch die Geister. Verdammtes Ungeziefer! Das verdammte Ungeziefer. Kennt man ja, Lava-Golem. Ungeziefer. Das ging schnell. Der Lava-Golem ist erstaunlich fokussiert. Mit Magie geht vieles. Sind das Skelette? Also, aber die Typen sind nur noch Geister. Hatte sich mir irgendwie kurz so angehört, als könnte man die irgendwie vielleicht doch irgendwie noch retten. Wie heißen offiziell Seelenfresser? Ach komm jetzt hier. Gestern ist einer aus dem Keller entsorgt. Die sind so ein Lava-Golem. Ja, die nisten sich halt immer gerne ein. Wahrscheinlich irgendwo beim Boiler war. Da verstecken sie sich gerne. Das ging schnell.
Ja, das sieht ja so aus, als könnte ich hier über die Brücke umgehen, oder? Ich sollte nicht reinfallen. Das sieht so aus, als wäre es eventuell vielleicht doch ein bisschen minimal tödlich. Ja, schönes Tor. Ja, leider. Na, das ist ja anscheinend überlebt. Ey, Feuerregen, Mensch! Ich hätte es gerade beinahe geschafft, in mein Verderben zu dodge-rollen. Das ist... Ach, da oben ist ein Schattenlord. Hallo, Schattenlord der Sklaverei. Das ist ja... Das ist ja ein... Guck mal, hier hat Venus Feuerregen und jetzt hier... Noch mehr Aoi. Bams! Wo ist denn sein Zepter hin? Oh, ja. Nein, warum? Interessiert mich gerade nicht für das Zepter. Das war ein Gold wert. Wieder ist er weg. Sind wir hier oben noch? Nicht, nicht. Thron gibt's noch. Wo kann man hier noch kommen? Beeindruckend. Warum gibt's ja nicht so viel Fusel? Blutschwarze. So, man hätte bestimmt auch um Boden reingehen können, oder? Ich hätte gar nicht hier so springen müssen. Klappt. Mehr. Warum liegt denn hier so viel Alkohol? Meine, irgendwer muss den ja auch mitgebracht haben, oder? Wie tief geht dieser Turm noch? Ach so. Gut, Pfanne. Schön. Das war der offizielle Eingang. Na gut. Jüdi, das war übrigens nicht das Waffenlager, wegen dem ich eigentlich hier war, oder? Oder doch? Hinten könnte ich zu dieser Brücke kommen. Würde ich mir ja gerne mal angucken, weil die so über dieses Cliff hängt. Ich laufe doch mal hin, aber am besten die Quicksave einfach vorher. Wenn es dann halt langweilig ist, kann ich einfach laden, um den Weg nochmal laufen zu müssen. Hallo, Gray, grüß dich. Der Schattenlord wird keine Probleme mehr machen. Er ist tot? Sieht ganz so aus. Dann finden die Geister meiner Kameraden vielleicht endlich Ruhe. Ich danke dir. Dann kann ich meinen Auftrag vielleicht doch noch zu Ende bringen. Ich werde diese Brücke halten. Mach das. Aha. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ich kann dir etwas Gold geben, wenn du willst. Danke. Ja, schönen Tag noch. Jüdi! Obwohl, komme ich da wirklich hoch? Ne, ich müsste andersrum laufen, ne? Ach, verdammt, da war ich gerade schon. Ja, dann halt nicht. Sei mich wieder noch eine Quest hin. Dann auf zum letzten Turm. Wofür muss ich da lang laufen? Ich kann auf der anderen Seite der Brücke einfach nach... Ne, da war ich auch noch nicht. Das sieht übrigens so aus, als würde das hier doch noch irgendwie länger dauern, ne? Der balanciert da erstmal lang. Wenn wir mal so angucken hier, wie viele Orte es hier noch gibt, wo ich noch keine Quest hingeführt habe. Also es könnte auch durchaus sein, dass es hier einfach lauter Ecken gibt, die nicht fertig gemacht wurden. Aber ich weiß eigentlich nichts über die Entwicklung von Resident 3, ob das vielleicht irgendwie schnell gehen muss oder nicht. Was ist das hier? Flederflügler? Guten Tag. Man sieht schon, ich bin jetzt mehr so auf Durchrennen-Modus. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, mich hier mit irgendwelchen Gegnern auseinanderzusetzen. Was ist denn hier los? Ach, das ist ein Drachen-Snapper. Ich war kurz irritiert, was ich da sehe, wenn ich das... Das sah wie aus, erst hätte ich so eine rote Kapuze auf, sicher. Meine Güte. Ach, Bones ist auch schon in der Nähe, das ist ja schön. Richtig. So. Okay, die Landschaft sieht hier ein bisschen sehr einsam aus. Vor allem sind hier noch 20.000 Drachenstepper. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, was das da hinten für eine Hütte ist. Ach komm, die sieht interessant aus. Da müssen wir mal hinlaufen. Das hilft ja alles nichts, ne? Hier liegen noch ein bisschen Muscheln rum. Hier ist ein komisches Schloss im Nebel am Horizont. Das können wir sich nicht gehen lassen. Aber so klug ist Blitzmagie. Du kannst das Magie steigern, yay. Blitzmagie in einem Dings zu benutzen.
Boah, Fisch. Okay, es gibt hier also doch Fische. Zwar allerhand. Reden die mit mir? Ja. Und hat auch keine Quest für die Jungs hier. Ha. Wenn ich noch mächtiger wäre, müsste ich nicht mehr stehen bleiben, meine Gegner zu besiegen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Münze. Was ist denn das hier für eine Feste? Jetzt geht's eigentlich nur herauszufinden. Hey. Hallo? Hier irgendwo noch vielleicht einen Wegpunkt gibt und ich den Weg nicht nochmal laufen muss. Weil das andere ist quasi schon sekundär, ne? Soll ich nochmal ein Lagerfeuer? Oh. Ich mache mir gerade Gedanken um meine letzten Worte. Ich will ja vorbereitet sein. Mhm. Keine Sorge, alles wird gut. Alles wird gut? Nein, der Spruch passt nicht zu mir. Die Graf-Zahl-Falle. Schrecklich. Aber egal, ich habe gelernt, ich kann mich darüber hinwegsetzen. Kann ich diese Wand hier irgendwie durchdremmeln? Das sieht halt so aus wie so eine typische Wand, die man irgendwie mit aller Macht durchhauen kann, ne? Hm. Ich warte übrigens immer noch auf den Wegpunkt hier. Mach ich mir eine Mütze. Boah. Scheiß Schatten. Was haben wir da vorne noch? Okay, außer Späßen bis jetzt nichts gewesen, ne? Zigtausend Gegner hier. Das ist immer noch ein besserer Scherge. Ha. Ich komme mir so ein bisschen so vor, als würde ich das hier speedrunnen, ne? Oh, das hat schon was ist noch was Schönes hier? Vielleicht ein Wegpunkt oder so? Könnte man runterstürzen? Hm. Wir haben ein Feuer. Ich schicke ihn über die Planke. Ich bin schon sehr bemüht, hier alle möglichen Leute über die Planke zu schicken. Aber geht es hier noch höher? Mehr Gegner. Bong. 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 Das tat weh. Hm. Ja, ne? Nein! Verdammt, ihr habt mich verlegt. Jetzt muss ich ja mit irgendeinem Händler reden und mir neue Munition kaufen. Gibt's hier von der Treppe oben noch was zu sehen? Also dieses ganze Insel hier ist total sinnfrei. Es handelt sich einfach nur um eine Niederlassung der Schatten. Also was heißt Niederlassung, aber... Obwohl, warte mal, vielleicht doch nicht ganz so sinnfrei. Eventuell bin ich die Sache falsch angegangen. Moment, das sah so aus, als gäbe es küstenseitig auf den Eingang. Mal gucken. Oder ist es sowas, was erst später relevant wird? Nicht? Da drinnen hing auf jeden Fall ein Typ, aber... Hm. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Hallo. Ha. Ja, aber sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Das käme ich irgendwo rein, ne? Das ist ja enttäuschend. Also es gibt hier drin auf jeden Fall noch was. Da hängt doch jemand, aber... Es scheint erstmal auf den ersten Blick... Wahrscheinlich wird er irgendwie reinteleportiert oder so. Oh, das bin sogar ich. Ja, aber hier ist auch nicht irgendwie so ein Höhleneingang. Weil von oben sah es so aus, als wie gibt es hier. Ach! Das ist bestimmt genauso, wie ich das gesagt habe. Dass hinter der Wand der Eingang ist. Und dass man dazu aber erst später kommt. Weil. Plot-Device und so. Ja, da war mein ganzer Kampf hier um diesen Turm wahrscheinlich komplett sinnfrei.
Okay, dann lass uns wieder zurücklaufen zum letzten Waffenlager noch. Denn... dann haben wir zumindest das hier noch abgeschlossen. Und dann geht's Nicolott an den Krankenhaus. Hauptsache, hier steht noch so ein einsames Fischer-Dingsbums hier oben, ne? Ja, okay, genau. Ich hocke mich auf den Hocker hier. Nein! Gar nichts, ne? Hm. Faszinierend. Also irgendwann war das hier bestimmt mal ein großer, aufrechter Ort. Die Wetterspitze ist das? Ja, nee, es ist da drin im Berg, ist ja wer. Muss halt bloß die Wand aufkriegen. Das Schlimmste ist, dass es ja nicht mal einen Wegpunkt hierher gibt. Das habe ich gerade keinen gesehen. Vielleicht hat das ja auch alles irgendwie eine tiefere Bedeutung mit diesen, Fischen, das alles. Oder aber wir kommen jetzt da vorne in den Turm an und danach kriege ich dann irgendwie einen tollen Auftrag. Ja, du musst jetzt hier aber. Du musst damit, da musst du den Dingsbums retten und dann jetzt gehen wir nochmal zum Turm. Aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Bum, bum. Scheiß Riesenviecher. Hier liegt schon erstaunlich viel Rohrfisch am Strand. Ach guck mal, hier ist ein Wegpunkt. Geht doch. Ja. Das ist die Schattenbucht, Mensch. Das hat ja anscheinend ein System. Das schlechte Wetter. Es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn ich diesen Wegpunkt gerade gefunden hätte, bevor ich da abgebogen bin. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Bum, 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 bum. Scheiß Schatten. Mich hält dir nichts mehr auf. Oh, da guck mal, da hinten ist so ein Dingsbums, so groß aus dem Bodenvieh. Ich bin vergessen, Windwurm, so ist der. Verdammte Schatten! Oh, diesen Feuermoon. Moment. Für diesen Fall habe ich vorgedorft. Ich warte eigentlich nur, dass das irgendwelche Gegner gegen. Sowohl gegen Feuer als auch Blitzmoon sind. Das tat weh. Und dann rächt sich, dass ich nie den Eiszauber gelevelt habe. Was hat ihr denn noch? Ja, komm alle her hier. Noch mehr, noch mehr den Würmer. So, guck mal hier. Aui. Ja, lauf nur. Mehr Aui. Mensch, die nimmt doch mal. Das ging schnell. Sind erstaunlich resistent gegen meinen Flammenregen. Ich kann mich jetzt ja doch sehr überraschen. Und wir sind beim letzten Waffenlager. Wie ist er denn hierher gekommen? Capo Gucho, diese Insel ist verflucht. Ach. Diener von Magia und Tonka sterben. Böser Geist hier. Große Gefahr. Kane hat mich geschickt. Ich soll überprüfen, wie es um die Waffenlager steht. Nicht gut. Böser Geist halten Waffenlager unter Kontrolle. Es ist zu gefährlich. Kämpfen gegen ihn. Ja. Ach, guck mal, Taschendiebstahl. Für den Tonka wirst du stark verunsichert? Für einen Tonka wirkst du stark verunsichert. Chi, Speere, die nicht töten, rote Flüsse, die Steine verschlingen. Hier ist nichts gut, Gucho. Der hat den Durchblick. Dieser Flecken Erde ist beschissen. Die Ahnen waren mir nicht wohlgesonnen. Unser Auftrag wurde mit Blut beglichen. Blutauftrag? Wovon redest du? Chi, Dakila ist stolzer Kämpfer. Doch er wurde Erwartungen von Guchos nicht gerecht. Auftrag war, Lager mit Waffen im Norden zu übernehmen. Doch ein böser Geist riss Tonka und Guchos in den Tod. Keine Waffen konnten ihm Schaden zufügen. Das klingt interessant. Hat außer dir sonst noch jemand überlebt? Chi, ein Gucho hat die Angst sein Herz zerfressen lassen. Schwacher Körper mit schwachem Geist. Aber Dakila kennt seinen Namen nicht. Seine Spur führt nach Süden. Ah, ob das matt ist? Ich werde mit dem Geist schon fertig. Ono, du kannst sterben, Geist nicht. Du wirst Hilfe brauchen, Gucho. Wer kennt sich denn mit Geistern aus? Dieser Geist anders als Ahnen von Kila. Suche darum den Chaka der Dämonenkrieger auf. Du findest ihn unten beim Anlegeplatz. Ja, gut, ey. Das macht es natürlich dann einfacher. Ich dachte schon, ich muss zurück zu Kane laufen. Bei dem Chaka, den Dämonenkrieger? Wir hatten doch nur einen Druiden, das war Eldrick. Der ist ja aktuell gerade verlustig, oder nicht?
Oder meint der wieder anders? Na gut, reden wir mit dem. Wahrscheinlich ist das Vieh einfach nur immun gegen alles. Wo ich natürlich sehr beleidigt bin, dass ich das Vieh nicht einfach mit Magie umhauen kann, wie alle anderen Viecher. Anlegeplatz? Das ist dann wahrscheinlich der unsterbliche Geist. Asmodei? Ah! Frisches Fleisch für meine Klingen. Das Blut deiner Freunde ruft bereits nach dir. Ich habe da so ein Jucken in meinem Fuß. Vor deinesgleichen habe ich keine Angst. Mir ist die Macht der Unsterblichkeit gegeben. Eure Waffen können mich nicht töten. Was macht dich da so sicher? Die Anzahl deiner gefallenen Freunde. Und was diese Flotte da draußen angeht. Ich werde sie in Flammen tauchen und euer Vorhaben zunichte machen. Warum? Eure Schädel werden meine Trophäen sein. Was motiviert den? Was hält dich davon ab, mich anzugreifen? Warum sollte ich? Du bist doch schon fast einer von uns. Die letzten Fragmente deines Geistes sind so gut wie ausradiert. Mit deinem Ableben würde ich dir also einen Gefallen tun. Was? Aber schön, dass er mit mir redet. Gibt's hier irgendein großes Geheimnis, was ich einfach auflösen kann? Quatsch, hier ist die Truhe. Oh. All diese Schlösserknackenfähigkeit, die mir jetzt absolut nichts bringt, ne? Das nervt. So, kriege ich ihn wirklich nicht Turbenmagie? Ich kann nicht mal anvisieren. Okay. Nun. Aber hier stehen auch wieder zigtausend Kanonen rum. Wessen Bude ist denn das hier? Wer hat diese ganzen Gebäude gebaut? Das alte Dämonenjägerfesten? Ich renne jetzt mal den Turm da hoch. Zu wem muss ich denn? Waffenlage der Schergen? Habe ich genug Essen? Ja gut, die Quest ist ja noch am Laufen. Die Bude vom Kanonenklaus. Ja, das ist an der anderen Stelle von... Oh, guck mal, hier ist ein großer Kreis mit Münzen. Und in der Mitte liegt... Was ist denn das für eine... Ach, das ist eine Voodoo-Puppe. Ah, nur Papageienflug. Ja. Kurzer? Schnaps des Goldes erhalten. Ja, wow. So, es bringt mir das irgendwie noch einen höher zu fliegen. Komme ich überhaupt einen höher? Das da drüben ist die andere Feste, wo ich gerade war, ne? Hm. Komme ich hier höher, ist die große Frage. Wo ist denn hier da? Gut, ich bleib hier. Ja, komme ich. Bringt mir wahrscheinlich exakt null. Was ist noch ein kurzen, noch ein Voodoo? Das ist nochmal Papageienflug finden und nochmal ein Kreis des Goldes. Was soll mir das sagen? Das hatten die Entwickler einfach nur Langeweile, hier mal schnell 10 Goldmünzen zu packen? Oder was soll das? Oh fuck, das ist ganz schön tief. In Ordnung. Ich sehe überhaupt keinen Schaden davon. Hä? Langachs. Das bringt mir also wahrscheinlich in der Bannung von diesem Typen überhaupt nichts. Na gut, dann reden wir wohl mal mit dem Tonka der Dingsbums, würde ich sagen, ne?